3 Uhr nachts. Und ich habe riesige Mengen an Lebensmittelsonderposten gekauft. Ich habe nicht auf die Mengenangaben geguckt. Wirklich, macht euch jetzt auf was gefasst. Die Ware ist entweder nah am MHD. Schon drüber. Oder sie kommen aus einer Überproduktion. 24 mal Fanta Mango Dragon Fruit Dosen. Für 14 Euro. 24 mal Eistee Zitrone für 13,99 €. Fanta bis Ende des Jahres haltbar. Und Eistee bis Ende nächsten Jahres. Kommen wir zum großen Paket. Uff. Ein Harry Potter Adventskalender für 1,50 €. 10 mal Ricola Himbeermelisse. 15,99 €. 600 Gramm Lindt, 10 Euro glatt. Beef Jerky für Erik. Wenn jemand kommt, haben wir jetzt alles Snacks da. Das ist so geil. 12 mal Dextro Energy für 10,99 €. 12x2er-Pack Oreos, 88 Cent. Die sind aber schon vor 2 Wochen abgelaufen. Das ist aber so Wayne bei solchen Süßigkeiten. Genau wie die Gummibärchen hier. Es muss nicht immer direkt alles beim MHD weggeschmissen werden. 24x Knoppers für 10 Euro. Und jetzt wird's schlimm. Ich habe aus Versehen 44x Ahoi-Brause geholt. 24x Beefy für 13 Euro. Was ein echt guter Preis ist. 12x Fanta Grape für 20 Euro. Das Paket hier habe ich vergessen. Und die Menge hat mich geschockt. 30x Willis Rührkuchen für 24 Euro. Und das hier ist mein Endgegner. Ich wusste, ich habe Instant-Ramen ausgesucht. Freunde, 60 Instant-Ramen für 19 Euro.